Hier ist Touristik PR und Medien mit einem Demonstrationsvideo zur PC-Anwendung. Mein Name ist Hans-Werner Rodrian, verantwortlich für die Fortentwicklung dieser Anwendung. Und ich begleite Sie hier bei der Installation des Produkts. Die Installation ist ja stets die erste große Herausforderung. Aber Sie werden sehen, es geht ganz einfach. Ich gehe davon aus, dass Sie sich zum Beispiel auf unserer Website www.touristikpr.de vom Nutzen der Anwendung überzeugt haben und das Produkt jetzt installieren wollen. Der Start ist dabei stets der gleiche. Egal, ob Sie das Produkt erstmal mit der Testversion ausprobieren oder gleich die Vollversion für Journalisten installieren oder sogar die Premium-Version für PR-Verantwortliche einsetzen wollen. Gehen Sie ins Internet, starten Sie also Ihren Browser und bewegen Sie ihn auf die Webseite www.touristikpr.de. Dort finden Sie in der rechten Spalte auf halber Höhe einen Button Touristik PR und Medien als PC-Anwendung hier einfach downloaden. Rechts könnten Sie sich unter Infos und Text nochmal informieren. Aber das haben Sie ja bereits getan. Also schreiten wir sofort zum Download. Sie klicken also auf Download und es kommt eine Sicherheitswarnung. Wollen Sie das ausführen oder speichern oder abbrechen? Die sichere Antwort heißt speichern. Wählen Sie bitte nicht ausführen. Eine direkte Installation aus dem Web ist nicht möglich. Speichern. Jetzt fragt Sie das nächste Fenster, wo Sie die Installationsdatei hinspeichern wollen. Das ist im Prinzip egal, weil Sie die Datei hinterher nach der einmaligen Installation sowieso nicht mehr brauchen und gegebenenfalls jederzeit wieder von der Website holen können. Speichern Sie die Datei also irgendwohin auf Ihrem Rechner, wo Sie ausreichende Rechte haben und die Datei auch wieder finden, zum Beispiel auf dem Desktop. So, die Anwendung wird jetzt heruntergeladen. Das dauert bei meiner relativ langsamen 6-Mbit-Verbindung so um die 25 Sekunden. Sie können in der Zwischenzeit schon mal den Browser minimieren. Bitte nicht ganz schließen, sonst würden Sie ja den Download abbrechen. Und dann finden Sie auch bereits die Installationsdatei auf Ihrem Rechnerschreibtisch. Da ist sie. Sie heißt je nach aktueller Version immer etwas mit TPA am Anfang und Setup-Exe am Ende. So, und jetzt kommt was ganz Wichtiges. Kein Doppelklick darauf, sondern bitte Rechtsklick auf die Setup-Datei. Rechtsklick und ausführen als Administrator. Denn bei den allerwenigsten Rechnern ist es heute noch möglich, mal ebenso mit einer normalen Nutzeranmeldung ein Programm zu installieren. Je nach Betriebssystem sieht das Fenster leicht unterschiedlich aus. Wählen Sie ein Benutzerkonto mit Administrationsrechten und geben Sie gegebenenfalls das zugehörige Passwort ein. Eventuell kommt jetzt noch eine Warnmeldung. Möchten Sie zulassen, dass diese Datei ein Programm installiert? Das müssten Sie mit Ja beantworten. Der Install-Shield startet und bereitet die Installation vor. Jetzt begrüßt er Sie nochmal freundlich. Und Sie können auch weiterklicken. Da geben Sie Ihren Benutzernamen ein. Ich schreibe also Hans-Werner Rodrian. Dann die Organisation, da schreibe ich SRT. Sie können das auch leer lassen. Die Anwendung installieren Sie als Administrator am besten für jeden. Wenn Sie keine Administratorrechte haben, dann besser nur für sich. Den Zielordner belassen Sie als Administrator. Naja, Zielordner kommt jetzt. Am besten, wie vorgeschlagen, hier CTPR 2011. Wenn Sie einen anderen Ordner wählen, dann müssten Sie sicherstellen, dass nicht nur der Administrator, sondern auch die jeweiligen Nutzer dort Schreibrechte haben. Jetzt können Sie das Ganze nochmal kontrollieren und dann auf Installieren drücken. Kontrollieren, Installieren drücken. Den Rest der Arbeit erledigt die Administrationsroutine für Sie und ganz am Ende können Sie nun fertigstellen und das Programm starten. Wenn Sie das tun, startet Touristik PR und Medien erstmals und beim erstmaligen Start werden Sie aufgefordert, sich zu registrieren.
Je nachdem, wie Sie das tun, wird Ihnen dann eine Testversion, eine Vollversion oder eine Premium-Version freigegeben.